What's poppin', Boys and Girls? Ich mach das immer mit den Armen, ohne zu wissen, ob ich Schweißflecken habe. Das ist wirklich ein sehr, sehr risky Move. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem zweiten Secondhand-Try-On-Haul. Ich habe sowas vor ein paar Monaten schon mal gemacht, kann ich euch hier und in der Infobox verlinken. Ja, war ein bisschen skeptisch, ob das ankommen wird, weil Secondhand-Sachen kann man sich nicht nachkaufen und Hauls sind ja eher so, hey, ich zeig dir, was ich gekauft habe und dann kannst du losrennen und es auch kaufen. Das geht hier natürlich nicht, aber die Resonanz von euch war so gut und es haben so viele gefragt, ob ich das regelmäßig machen kann. Und deswegen will ich nicht lange drum rumlabern und beginne mit dem ersten Teil. Das erste Teil, was ich gefunden habe im Secondhand, ist das unsicherste Teil, was ich heute zeigen werde, weil ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, ich bin ein sehr, sehr großer Feind davon, mir Dinge zu kaufen, bei denen ich mir nicht 120% sicher bin, dass ich sie absolut liebe, weil ich es nicht mag, wenn mein Kleiderschrank voll ist. Und es ist nicht so einfach, aber eigentlich ist es einfach, das bedeutet nur, kauf einfach nicht alles, was du siehst. Aber dieses Teil hat es mir wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Also ich kann das Offensichtliche nochmal aussprechen, es ist ein Crop T-Shirt, schwarz-weiß gestreift. Ja, und es ist ursprünglich von H&M. Das Problem, was ich mit diesem Teil habe, ist, dass ich an anderer Stelle angefixt wurde. Und zwar hat eine Freundin von mir einmal ein Top geliehen, was schwarz-weiß gestreift war. Es war gefühlt in meiner Welt das schönste Outfit, was ich jemals getragen habe. Und ich habe mich so wohl gefühlt. Und seitdem bin ich auf der Suche nach diesem Top. Aber es gibt es natürlich nicht mehr im Handel. Und deswegen, ja, das ist so ähnlich, aber es sitzt eigentlich nicht so gut und es ist auch sehr kurz, muss ich sagen, aber ich kann es nicht liegen lassen. Ich ziehe es ein paar Mal an und wenn es sich richtig anfühlt, bleibt es und wenn nicht, dann geht es zurück in den Secondhand irgendwann. Ja, we will see. Das nächste Teil, das ich im Secondhand gefunden habe, ist dieses braune T-Shirt. Ja, Kevin fand es von Anfang an irgendwie scheiße. Ich habe irgendwann mal eine Frau in so einem Braunton gesehen. Das ist ja so ein ganz erdiger, warmer Braunton und es sah so schön aus. Und seitdem hatte ich so diesen Floh im Ohr. Oh, ich brauche mehr Brauntöne. Ja, und dann habe ich dieses T-Shirt gesehen und es ist super bequem. Es ist, ich liebe es einfach. Ich habe es ja so ein bisschen mit diesen Boho-Hippie-Sachen. Ja, I'm totally in love. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mal eins meiner absoluten neuen Favoriten ist dieses T-Shirt. T-Shirt. Das nächste Teil, was ich im Secondhand gefunden habe, ist, wow, gut, dass ich ein Try-On-Haul mache, man kann es einfach überhaupt nicht erkennen, ist dieses Kleid. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, Kevin sagt, das ist Hippie. Ich finde, es ist so ein bisschen letztes Jahrhundert, aber ganz geil. Es ist ursprünglich von der Marke Fairywood. Ach, Clockhouse. Okay, C&A. Es ist so ein typisches Teil, was ich nicht so oft trage, weil es sehr empfindlich ist. Und ich habe es leider auch schon mit irgendwas gewaschen, mit irgendwas Bunten. Es hat schon so einen leichten Stich, aber ich mache mir da gerne zwischendurch einen Gürtel drum und eine lange Strickjacke drüber, wenn es gen Abend geht und so. Und ja, es ist nicht eins meiner praktischsten Teile, aber ich konnte einfach meine Finger nicht davon lassen. Und seitdem trage ich es auch sehr, sehr gerne. Yes, okay, next one. Das Teil, was ich euch jetzt vorstelle, kennen auf jeden Fall all meine Instagram-Follower, weil ich einen sehr großen Struggle damit hatte. Es ist eine große Liebe gewesen, aber anfangs auch ein sehr großer Konflikt zwischen mir in diesem Kleidungsstück. Und zwar ist es dieser Rock, original von Forever 21. Wie soll es auch anders sein? Und ich habe ihn gesehen und ich war instant in love. Es war so, es war dieses... Ja, das war's. Es ist ein langer Rock, hier sind so zwei Schlitze dran und ich liebe den einfach abgöttisch. Das Problem war, es ist Größe S. Es war einfach zu eng oben, ja. Also hier oben das Bündchen war viel zu eng. Und deswegen hatte ich mir überlegt, dass ich ihn nicht behalten kann. Und dann saß ich hier und es war wirklich so ein innerlicher Konflikt wie, ich will, dass wir zusammenbleiben, aber wir passen einfach nicht zusammen. Und was sollen wir denn tun? Und wir hatten sehr, sehr viele lange Gespräche, bis es dann gewalttätig wurde und ich einfach hier hinten reingeschnitten habe, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, und einfach das Bündchen rausgeholt habe. Ja, und jetzt ist quasi hier vorne ein Bündchen drin und hier hinten ist er total schlabberig, aber er passt endlich. Da soll noch mal jemand sagen, man kann sich nicht in Dinge verlieben. This is materialism at its best. So, das nächste Teil, was ich euch zeige, das habt ihr theoretisch ja gerade schon gesehen, weil ich das kombiniert habe zum Rock. Und zwar ist das... Ja, Schatz? Mein Hund irgendwie ist sehr, sehr... Schnucki, was ist los? Er ist total anhänglich heute. Einen ganz emotionalen Tag. Vielleicht ist das prämenstruativ. Das ist ein Rüde. Was erzähle ich denn? Scheiße.
So, und zwar ist es dieses senfgelbe Top und jetzt so an sich hätte ich das eigentlich gar nicht gekauft. Aber dann ich hatte meinen Rock an meinen neuen und dann bin ich an diesem Top vorbeigelaufen und hab das so aneinander. Ich muss es euch zeigen. This is just a Kombi. Ich finde einfach, dass diese Kombi so geil zueinander aussieht und deswegen muss ich dieses Top einfach kaufen. Deswegen ist es mein absolutes Lieblingsoutfit im Moment. Ich finde es total schön und ja, deswegen habe ich dieses Oberteil gekauft. Nothing else to say. Das nächste Teil wurde schon von vielen von euch total gelobt. Ich habe es falsch rum aufgehängt. Und zwar ist es ein weißes T-Shirt. Ja, Größe 134. Das heißt, es ist ursprünglich wahrscheinlich überhaupt gar kein Crop-Top gewesen. Aber ja, ist halt einfach so ein kurzes T-Shirt, weiß. Hat so ein paar Ausstanzungen an der Schulter. Und ich liebe das einfach ganz, ganz doll. Es ist schön, es ist bequem, es sitzt gut und es passt super auch zu meinem neuen Rock, aber halt auch so zu anderen Hosen, die so ein bisschen, ein ganz bisschen höher sitzen. Und ja, ich brauchte noch ein weißes T-Shirt und deswegen, ja, habe ich mir das kleine Ding hier gegönnt. Dann gab es noch ein paar Kleinigkeiten, die ich im Secondhand gefunden habe. Und zwar zum einen diese Kerze. Ja, ich weiß nicht, ob sie euch genauso begeistert wie mich, aber ich finde es einfach schön. Ich habe halt einen total krassen Kerzentick und manchmal gucken mich einfach Kerzen an und ich denke, du bist es, du bist es, du, du. Ja, und genau das habe ich bei dieser Kerze auch gedacht und deswegen habe ich sie mitgenommen. Abgesehen davon hat sie, glaube ich, nur 1,50 Euro oder so gekostet und I'm so sorry, but Kerzen sind so krass teuer, ne? Also ich habe in meinem Leben schon so viel Geld für Kerzen ausgegeben und deswegen bin ich immer so, so froh, wenn im Secondhand-Laden von meiner Mutter Kerzen abgegeben werden. Ja, da kann man echt einen Arsch voll Geld sparen. So, abgesehen von meinem neuen Rock würde ich fast sagen, dass das, was ich jetzt zeige, der größte Glücksgriff war. Wow, ich habe 3 Ringe gefunden. Ich habe sie gesehen und ich konnte einfach nicht fassen, dass ich sie gefunden habe und sie mir auch noch passen. Es sind halt 3 Ringe, mit einer mit einem ganz großen Stein und 2 mit einem etwas kleineren. Einer in heller, einer in dunkler. Falls ihr es noch nicht wisst, ich bin ein extrem großer Schmuckfanatiker. Also ich versuche meinen Kleiderschrank wirklich so minimalistisch wie möglich zu halten. Das bedeutet, solange, wenn neue Sachen reinkommen, gehen auch direkt wieder alle Sachen raus in den Secondhand, die ich nicht regelmäßig anziehe. Aber bei Schmuck, das war schon immer so einfach. Ich bin voll die Elster, ey. Und deswegen, wow, hat mich das richtig, richtig doll glücklich gemacht, ja. So, Leute, das war's von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Wünsche an Videos habt zum Thema Minimalismus oder zum Thema Secondhand. Lasst es mich einfach wissen. Und ansonsten würde ich sagen, ihr und ich, wir sehen uns bald wieder. Und es wird sehr wichtig sein. Es wird ein wunderschöner Inhalt sein mit wunderschönen Menschen. Und ihr dürft euch jetzt schon darauf freuen, weil ich hoffe, dass es euch so viel Glück bescheren wird, wie es mir in meinem Leben beschoren hat. Sagt man das so? Ich finde es komisch, weil das Wort Schore in beschoren. Wow, ich halte echt die Schnauze. Ich hau mich jetzt aufs Sofa. Ihr seid süß, ihr seid klein. Wir sehen uns bald. Ich verlinke euch hier meinen letzten Secondhand Try-on-Haul. Ciao, Kakao. Ich habe übrigens gelogen. Es gibt noch etwas, was ich im Secondhand gekauft habe. Ich weiß auch nicht. Ich musste den einfach haben und dachte, er könnte ein super tolles Dekostück werden. Aber sobald ich, wisst ihr, man sieht ihn so und denkt so, oh, der ist richtig schön. Und dann setze ich ihn auf und er verliert irgendwie seine Schönheit. Was erzähle ich hier eigentlich für eine Scheiße? Ich bin weg. Macht's gut, Leute.